Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man. Ja, wir wollen uns wieder Schocker widmen, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. 1031, wiederhole, Einbruch gemeldet. Officer, bitte nach Longacre. Vorher kümmern wir uns hier um den Einbruch, selbstverständlich. Mein Tipp, die Einbrecher wohnen da nicht. Wow, alle haben ihre Schlüssel vergessen? Ah, der hat eine Stange. Einer haut ab hier, den kriegen wir. Boom. Die gesamte Truppe. Ich sollte Bonuspunkte dafür kriegen. Was war denn mit dir los? Oh, Der zieht ja einfach eine Wumme. Auf offener Straße. Was hat er denn für Probleme? Da ist noch einer. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Fisk-Undercover-Schläger werden Spider-Man angreifen, sobald sie ihn sehen. Heftig. Er kommt da einfach mit seiner Wumme auf mich zugelaufen. Richtig kranker Typ. Oder zwei richtig kranke Typen. Egal. Spider-Corp hat sie vernichtet. Hat ihnen die Schranken auf die Birne geschlagen. Oder sowas. The Man. Das Cover. Der neue Film. The Man. Muss man gucken. Kurz abgelenkt worden. Ja. Hä? Also manchmal ist die Steuerung wirklich sehr schwer. Tag zusammen. Einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Die nette Spinne aus der Nachbarschaft ist da. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Ach du Heiliger! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst! Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann! Wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln! Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm! Du, einfach nur dumm! Oh. Du redest so viel. Naja, das ist Ansichtssache! Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und gut, jetzt kann ich richtig punkten. Achso, ich muss ihn immer was vom Kopf knallen. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich dort umbringen werden. Bleib drin! Frag nett, dann vielleicht. Ab die Post! Boom. Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Oh. Oh, ob man von hier trifft? Nee, natürlich nicht. Aber der. Boom! Wow. Monstertritt, Junge. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Warte. Oh nein! Oh, komm schon, Herman.
Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Hey, was muss ich denn jetzt vom Kopf hauen? Ah, jetzt. Fang! Dachte ihm schon, hier liegt doch gar nichts. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnte er alle sein. Moment, sagtest du Masken? Ach du Scheiße. Das wird wehtun. Ah, da waren wieder beide. Wofür brauchen die denn das Geld? Weiß es. Ist ja auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals. Du hast ja keine Ahnung. Mega. Du Elender. Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Okay, das vorher war alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Deine letzte Chance. Wo denn? Oh, gerade so geschafft, hoffe ich. Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Batterie leer. Voll erwischt. Oh, jetzt kommt schon wieder ein Video. Guckt mal die Apfelform von seinem Arsch. Nein, ich möchte nicht pervers sein, aber es sticht sofort ins Auge da, so, als wenn ein Apfel ist. Naja, egal. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Amrath wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt? Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Kaum. Kaum. Fast gar nicht. Das war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Alles klar, Boss. Fangen wir hier an. Hier, wir sammeln. Rucksack. Welchen haben wir denn anvisiert? Also, sie brauchen definitiv eine neue Tür. Oh, fast Genick gebrochen. Wo ist er? Ah, da hing er. Ich hab ihn gesehen. Nein, runter. Da ist er. Oh, der Schlagring. Fisk hat mich damit ordentlich verprügelt. Ich hätte sie fast als Beweismittel benutzt. Aber MJ meinte, das sei Hausfriedensbruch und ich würde im Knast landen. Typisches Parker-Glück. Oh, den können wir jetzt herstellen. Den Superroten. Und den auch hier, den. Tron. Und hier auch.
verringert den Effekt von Blend- oder Betäubungsgranaten. Die treffen mich ja kaum. Netzangriffe generieren mehr Fokus. Ah, ich kann zwei aus. Finisher generieren Bonusgeräte Auffüllung. Erhöht die Rate, mit der Fokus generiert wird. Verringert den Effekt vom... Hatten wir auch gerade. Das ist Geräteangriffe generieren Fokus. Verringert genommenen Nahkampfschaden. Das nehmen wir auf jeden Fall auch rein. Glaube ich. Und bei 3 erhöht die Reichweite des AR-Scanners. Um was? Um weit entfernt. Also, erhöht EP. Perfektes Ausfall, erhöht vorübergehend den Schaden. Feinde brauchen länger, um dich im Tarnmodus zu entdecken. Das ist auch nice. Ich glaube, wir nehmen. Wir nehmen gar keins. Doch, das könnten wir. Ja, wir nehmen erstmal das hier. So. Zack. Hier ist wieder ein Überfall. Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, ihn zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Gute Nacht. Ach, hier sind doch noch Gegner. Kommen ja auch noch Dämonen ins Spiel, ich werde bekloppt. Komm mal gleich her, mein Freund. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Portside gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Ein Bandenkrieg. Jetzt, wo der Chef von der... Hey, Yuri! Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Wenn der Kingpin natürlich nicht da ist, dann ist natürlich unfair, ne? Von den Dämönchen. 1034, Dämonen haben Feuer eröffnet. Officer getroffen. Oh, wäre ich eigentlich gern noch hingegangen, aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? Gut, gut. Und wenn Sie einen Zeh in den Keller setzen, köpfe ich dich. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Du kannst Gegner ablenken, indem du nahe Oberflächen oder Objekte einspinnst, um eine Ablenkung zu erzeugen. Ach, im Turm ist auch einer, verdammt. Verdammte Axt. Holen jetzt erstmal den im Turm. Hoffe ich. Dass einfach so funktioniert. Ich mich nicht wieder so dumm anstelle.
Mach ich ja ganz gerne mal. Oh, das ging gerade noch so gut. Hier auch noch ein. Schnappen wir uns jetzt erstmal den hier. Was ein Move. Sprengfallen aus jedem Jahrzehnt. Wofür ist das gut? Warum? Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Außerdem gefällt's dem Boss so. Verleiht dem Gelände. Wieso kann ich den jetzt nicht? Das war nicht so clever. Das war's, meine Welt. Und er wird da. Ihr zwei, Überprüfung fertig? Wir arbeiten. Spider-Man ist eingedrungen. Ich dachte, du wärst so stark. Ach, er hat uns aber noch nicht gesehen. Ah, es macht. Die machen alle noch Fragezeichen über die Birne. Oh, jetzt kommen überall Fragezeichen. Hey, ich brauche Rückendeckung. Christa. Du zeigst, ich schieße. Komm schon. Wieso kann ich den jetzt nicht nehmen? Achso, weil hier schon einer hängt. Scheiße. Das ist ja natürlich. So. Mal hier alles schön ordentlich nacheinander. Alphabetisch und farbig sortiert auf. Da sind noch welche. Zack. Verstecken nützt nichts. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, schön. Scheiße, wie hoch ist das denn? Das ist nicht so hoch, ne? Ah, genau, schnappen wir uns. Oh, ich hoffe, das hat keiner gehört. So. Überall hört man sie hier jaulen. Nein. Ganz ruhig, die fliegenden Ratten. Oh, da war wirklich eine Ratte. Habt ihr gesehen? Nee, den krieg ich nicht. Jetzt krieg ich ihn. Ich muss so leise sein. Er kommt hier einfach mit Sirene reingefahren. Es ist natürlich. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ah. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also. Umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein.
Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Da war irgendwas. Achso. Da. Ganz unauffällig unter der Laterne. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Oh. Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopf-Klopf-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich hab nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Die baut er jetzt hier einfach so auf die Schnelle. Mit dem Schocker kannst du jetzt das Elektronetz herstellen. Zum Fortfahren X drücken. Halte X gedrückt, um das Elektronetz herzustellen. Elektronetz freigeschaltet. Zum Fortfahren X. Hier gibt es auch schon wieder Dinge. Oh, das ist hier. Negativ, genau. Ein Negativ. Schockwelle. Synchronisiert Nano-Gewebepartikel, um eine zerstörerische Welle negative Energie abzugeben. Fertigkeiten. Haben wir auch wieder ein Pünktchen gekriegt? Drücke 4 und mit meinem Angriff landet, um Bonusfokus zu generieren. Ich weiß echt nicht, was ich hier nehmen soll. Drücke 4 und halte dann Dreieck gedrückt, um einen Gegner zu greifen und in eine beliebige Richtung zu werfen. Luftangriffe fügen zusätzlichen Schaden zu und generieren mehr Fokus. Aber wir nehmen jetzt das hier. Scheiß drauf, wir müssen ja eher irgendwie alles freischalten. So. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Such einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Umgebung zu scannen. Das wird ja der hier sein wahrscheinlich, ne? Das ist da oben ein Kasten und hier ist ein Kastenmeister. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Oh, das ist ein Safe, Alter. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Erstmal möchte ich gucken, was hier im Safe ist. Kann ja nicht leer sein. Mann. So, wir sollen jetzt weiter nach diese Kratzspuren gucken. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Machen wir. Wir gehen hier hoch. Hier ist ein Kratzer. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort.
kann ich. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Wo ziehe ich ihn hoch? Ach, da hinten. Ich könnte Hilfe mit dem Aufzug brauchen. Ja. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Er sprintet hier richtig lang. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Wird ja wahrscheinlich wieder der da hinten sein, ne? Gefunden. Perfekt. Das kann man so sagen. Ja. Hast du schon Saft jetzt, oder? Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Gefunden. Aber der ist irgendwo hinter. Ach so. Geschafft. Was Saftmeister? Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Klar. Eins, zwei, drei. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Dann, los geht's! Achso, er war plötzlich schneller wie ich. Verdammt, die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Hier sind leere Kisten. Die anderen haben sie einfach gleich ganz mitgenommen. Rein und wieder raus. Die waren schnell. Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Sch, Dämon. Hat der tatsächlich nur seine Elektrowaffe gezogen? Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Tötet sie. In Deckung. Genau das meine ich. Ich mache einfach nur meine Arbeit. Schießen. Deckung. Jetzt geben sie einfach nur an. Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht.
Pass bloß auf da, Meister. Herr Officer. Ich neutralisiere ihn. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Noch weiter. Ja, mach dir, Pikachu. Donnerschock. Danke, kam gerade richtig. Ziele! Achtung! Wie sieht's aus? Ich glaube, wir gewinnen. Exaktes Timing. Diese Deckung! So. Siehst du? Ich hab auch Freunde. Ich neutralisiere ihn. Bock auf einen fetten Move? Hinter dir! Erwischt! Stopp! Stopp! Boom! Alles okay? Lauf! Ich komm nach! Wenn ich an einem Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Oh, scheiße. Oh, die kommt trotzdem richtig angeflogen, das Ding. Hey, warum kann ich den hier nicht angreifen? Dämonen in der Luft. Ich werde aufgehalten. Wie sieht's bei dir aus? Nicht viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche aufzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Oh Gott, ist das spannend. Warum kann ich den denn aber nicht packen? Wenn es so weitergeht, werden wir Schaulustige getötet. Jetzt. Ich muss näher ran. Hey Jungs, noch mehr? Lang nicht gesehen. Endstation. So ein LKW, ob ich den auch einfach ganz easy fangen kann, oder? Boah. Du heiliger Bimbam. Toll. Jetzt fährt die drei plötzlich pünktlich. Alter. Gerade so geschafft. Das ist ja mal ein Held. Wirklich, das ist echt ein Held. Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Was hatte sie denn für eine Stimme, bitte? Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay.
Dann rein. Sie ist gut. Ja, das war echt ein super, super Typ. Bin ich kaputt. Total mutig. Ich gehe nach Hause und schlaf etwas. Halte X für eine Schnellreise hierher. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Fortfahren. Halte für eine Schnellreise X über Peters Apartment gedrückt. Achso. Jetzt reist er einfach hin, oder wie? Ich muss mein Mikrofon hier nur einstellen. Die Position hängt ein bisschen. Ach du Scheiße! Er sitzt einfach in der Bahn oder im Zug oder. Sehr gut. Wieso wird ein Affe vor seinem Apartment? Also als angemalter, hingesprayt. Hoffentlich treffen wir nicht den Vermieter. Der ist bestimmt mächtig böse auf uns, aber mächtig böse. Was für ein Loch. Oh. Verdammt. Das hing doch da eben noch nicht. Als wir gekommen sind, oder? Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Äh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch. Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Ach, mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. Danke, Bowery Eddie. Bowery und Grant. Kein Problem. Der gute Eddinator. Eddie. So, dann wollen wir mal. Alles andere kann ich verzichten, aber ich muss meinen Spidey-Stick finden. Kann ja nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Ja, da hängt wahrscheinlich einiges wichtiges Zeug drauf. Ja, danke, gleichfalls. Schön, dich zu sehen. Entschuldigung, Männer. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Schon gefunden. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Na, klauen wollen wir ja auch nichts. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Im Westen von Chinatown ist ja eine sehr präzise... Angabe. Kann ja überall sein. Es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, zu weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Moment. Ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Hier ist einer.
keine Zeit zum Plaudern. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Aber Pizza haben wir gefunden. Wo ein anderer Laster sei. Hier ist direkt noch einer. Keine Spur von meinem Müll, aber was für ein interessanter Geruch. Eddie, Sie sind meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Oh oh. Die wollen meinen Spidey-Stick verbrennen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Was machen denn Verbrecher hier? Was wollen die denn hier klauen? Mein Spidey-Stick oder was? Danke, Spider-Man. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Hier muss er sein. Ja, da liegt ja einer. Ist das der, den ich dahin geprügelt habe, oder was? Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Du kannst jetzt die Netzbombe herstellen. Halte X gedrückt, um die Netzbombe herzustellen. Netzbombe freigeschaltet. Zum Fortfahren wisst ihr Bescheid, ne? Was kann die? Durch Annäherung ausgelöste Sprengladung, die sofort alle Gegner in Reichweite einspinnt. Ah, sehr nice. Setze eine Spider-Drohne ein, die Gegner in der Nähe sucht und mit einer Energieblaster beschießt. Ja, das ist auch gut, das nehmen wir auch. Geschafft. Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kaltstellen! Halte L1 gedrückt, um die Geräteauswahl aufzurufen. Wähle die Netzbombe. Was ist denn hier die Netzbombe? Ach, der hier. Hab ich. Feuere mit R1 eine Netzbombe auf Gegner. Ah, der ist gleich am Boden festgeklebt da. Die Dinger sind praktisch. Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Da hängt Müll am Müllwagen. Home sweet home. Geh zu MJs Apartment. Machen wir. Spät in der Nacht. Okay. Mann und Frau allein zu Hause. Überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen. Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute na... Oh, das ist zu formell. MJ, ich war gerade in der Nähe und... Das ist echt lahm. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich... Okay, das klingt erbärmlich. Warum machen wir so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's?
Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Daran ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa. MJs Sofa. Was denke ich da gerade? Jeder kennt das, wenn er zum ersten Date geht. Oder überhaupt mal wieder zum Date geht. Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJs Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Was? Wir sind jetzt bis hierher gereist, Alter. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Mann. Home Sweet Home abgeschlossen, toll. Die ganze Stadt gereist. Stufe 11, Stufe 12. Sprachnachricht für mich. Von wem? Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehl ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh oh. Die Stimme kenne ich doch. Wer ist das? Wer bist du? Wer bist du? Du kleine Kröte. Alle Einheiten. Zeugen melden Hallo, Spinne. Ich muss oft an dich denken. Play me. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Black Cat. Sag bloß, sie kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Black Cat hat etwas für dich zurückgelassen. Es vibriert. Also wenn ich irgendwo... Es muss hier sein. Ich muss ganz genau hinsehen. Heranzoomen. Da. Oh, eine Katze. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Schließe Black Cat Überwachung in der ganzen Stadt ab, um Black Cats Rätsel zu lüften. Jetzt hör auf. Oh. Jetzt komm zu den 1000 Rucksäcken, zu den 1000 Gebäuden, die ich fotografieren muss, und zu den Forschungsstationen, wo es auch tausende von gibt. Auch noch Black Cat Überwachungen. Fantastisch. Aber hey, was soll's, das Spiel macht ja Spaß. Du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh nochmal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich. Du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Warum denn nicht wieder bei ihr im Haus? Hey, dieser Bandenkrieg zwischen den Dämonen und Fisk verschärft sich. Ich weiß. Sogar Schocker mischt damit. Er erledigt Aufträge für die Dämonen. Die meinen es echt ernst. Wollen Sie Fisk einfach ersetzen? Das wäre schlimm genug. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. Hier unten ist wieder irgendwas. Beziehungsweise da oben. Steht auf jeden Fall einer mit dem Schild. Raketen! Die haben Raketen! Achtung, Bombe! Gegen Etat!
Mach's gut, mein Freund. Zum Kuckuck, machen die hier? Zufall, dass sie so nah hier sind an diesem Ding, oder? Kann das Zufall gewesen sein? Oder waren das wirklich Leute, die hier in diesem Asylantenheim wohnen? Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Er ist todmüde. Was machst du so spät hier? Ich wollte schlafen, Alter. Warum schläft hier keiner? Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Testen wir es. Peter. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Mhm. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Trinken wir noch Kaffee, oder? Habt ihr gesehen, wie unglaublich toll Tante May aussieht? Also, von der Grafik meine ich. Aber ja. Die Arbeit hier lässt mir gar keine Zeit, das auszugeben. Das ist schon in Ordnung. Okay, Tantchen. Dann werde ich mal weiterziehen. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampf Oh. Jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Die reden bestimmt immer noch über den Hund. Darf mein Hund mit? Ja. Kennen wir schon, ne? Er zieht sich gerade wieder um, deshalb der Ladebildschirm. Oh, es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Okay, machen wir das. Hier gibt es eine Nebenmission. Nebenmission. Hilfe für Howard. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Nebenmission. Stattdessen kümmern wir uns hier um diese. Nein, diese. Oder? Machen wir das oder machen wir das in so einem extra Video? Aber eigentlich könnten wir das alles gut gebrauchen. Wir machen das hier. Wir schnappen uns jetzt den Rucksack. Und danach gleich dieses Forschungsteil.
Oha. Er den hingeballert, Alter. Gescheiterter Prototyp. Ich mixte einen Netzflüssigkeitsprototyp bei Oscorp, als Harry sein Praktikum dort machte. Hat nicht geklappt. Ich hatte immer Pech dort. Es gibt neue Fertigkeiten. Ich glaube, wir werden hier erstmal alle so voll machen und uns dann der zweiten Reihe widmen. Machen wir es einfach mal so. Jetzt haben wir keine mehr. Auswählen. Warum? Was ist hier neu? Ach, Rucksack. Ah, das heißt, wenn wir alles haben, können wir auch alles machen. Anzug. Hier ist ein neuer. Was ist denn das? Oh, sieht aus wie Marshmallow. Modifizierter, hochaufladefähige Kondensatoren setzen Handschuhe und Gegner kurz unter Strom. Ach, das ist hier so ein Schocker-Modell, oder was? Spidey im Schocker-Design. Alle Einheiten. Officer von Maskierten festgenagelt. Officer benötigt bei Kips Bay. Officer festgenagelt. Wo ist das? Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreiben, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Schlaf schön. Diesmal sind es aber keine Dämonen. Ich mache hier wieder Schattenboxen. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie. Doch, sind doch Dämonen. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderes an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fists Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarme zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey! Noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborn. Ha, nur ein Scherz. So, wir werden... Welcher war das? Der hier war das. Wir werden den trotzdem noch schnell erledigen. Damit wir auch immer schön die neuesten Dinge hier herstellen können. So, jetzt. Diese Station überwacht den Wasserdruck für... Achso, diese Station überwacht den Wasserdruck für Gebäude in der Umgebung. Wenn irgendetwas schief geht, ein Rohrbruch oder Verstopfung, wird automatisch ein Alarm an die Wartungsteams der Stadt ausgegeben. Zumindest würde das passieren, wenn Oscorp die Stadt je dazu gebracht hätte, das System abzunehmen. Machen wir. Station überwacht den Wasserdruck bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Wow, der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Hier sind die Rohre okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Jetzt bin ich auch noch Gaswasser scheiße, oder was? Ey, wohin? Hey, ich hätte deine Geschäftsidee. Ich hab ihn. Tut mir leid, normalerweise schwinge ich. Hey, Stevie, sieh dir das an. Hey, Stevie! Ah, hier gibt's was. Ah!
finden. Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt. Oh. Was soll denn das? Oh. Erledigt. Hallo. Wo will er schon wieder hin? Noch besser als Klebeband. Ach, noch mehr Dinger. Auch noch auf Zeit. Nennt mich den unglaublichen Spinnenklempner. Ehrlich, schießt er von hier? Nö. Gerade rechtzeitig. Wo noch? Hä? Ach da. Alles Hopp. Repariert. Da ist noch einer. Voilà. Hopp. Perfekt. Das geht doch beim Vorbeifliegen. Sehr nice. Ach da. Der letzte. Aber das wird nicht lange halten. Der Druck sollte nicht so hoch sein. Es sei denn, der Ablauf ist blockiert. Ich kontrolliere das Ablaufrohr. Das Ablaufrohr ist unten am Wasser. Ich sehe nach, ob es blockiert ist. Ich bin hier tatsächlich jetzt für Gaswasser. Scheiße. Wo denn? Ach da. Mal ehrlich, wie viele Helden bekämpfen Verbrechen und reparieren Duschen? Jetzt muss Oscorp akzeptieren, dass Harrys Station einen Crash der Stadtwerke verhindert hat. Ja, und somit haben wir das Ende der Folge erreicht und werden die Folge hier beenden. In der nächsten Folge, vielleicht werde ich in der nächsten Folge sowas machen, dass ich hier erstmal all diese Dinge einsammle. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, damit man anschließend die Story ganz in Ruhe spielen kann, ohne diese ganzen Dinge hier andauernd zu erledigen. Mal sehen, ich werde es mir nochmal überlegen oder ob ich einfach die Story weiterspiele und nebenbei so ein bisschen hier was mache. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es am Anfang der Folge sagen, okay? Gut, dann auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zugucken, für euer Feedback, was ich hoffe positiv ist, überwiegend positiv, auch wenn es nicht eingefallen wird. Auch negativ ist es irgendwo was Positives, deshalb schreibt's rein, Daumen, Kommentare, Glocke, abonniert, was auch immer. Besucht mich auf Facebook auf der Seite und lasst dort auch ein Gefällt mir da. Ja, ich bin auf jeden Fall dankbar und bis bald, meine Freunde. Ciao, ciao.